Hallo Leute und herzlich willkommen zur Lektion Turntable. Was ein Turntable ist, müssen wir euch hoffentlich nicht erklären. Und dass Turntables fest mit dem DJing verbunden sind, ja wahrscheinlich auch nicht. Das ist natürlich auch immer das Klischee, der DJ mit seinem Mixer und den zwei Turntables. Ja, da sind wir jetzt also in der Praxis für die Turntables und wie ihr schon unschwer erkennen könnt, sind das nicht die beiden Turntables. Normalerweise empfiehlt sich sehr, dass ihr die beiden gleichen Modelle nehmt, dieselben am besten und dann lässt sich das Ganze besser handeln. Wir haben das jetzt hier mal zu Beispielzwecken im Prinzip mit zwei verschiedenen Modellen aufgebaut, damit ihr eben seht, was es alles für Funktionen gibt. Wir haben hier zu meiner Rechten ein älteres Modell, eine ganz schlichte und einfache Variante, die aber im Prinzip schon ein Clubstandard ist seit vielen Jahren, weil sie einfach gut läuft. Und deswegen ist das der Plattenspieler von Technics. Und auf der anderen Seite hier eine modernere Variante von Newmark. Und man sieht hier natürlich schon, dass einige Knöpfe mehr an dem Gerät sind. Eines haben sie auf jeden Fall gemeinsam und das ist ganz wichtig. Und das ist der Direktantrieb. Also die sind beide direkt angetrieben. Eben der Motor für den Plattenspieler hier für diesen Plattenteller ist direkt unterhalb der Mitte, im Prinzip auf derselben Achse dieses Plattentellers, weswegen eben diese Antriebsvariante besonders stark ist, schnell, zuverlässig, robust und so weiter. Deswegen schaut auf jeden Fall, dass ihr euch Plattenspieler mit einem Direktantrieb besorgt. Ein weiterer Unterschied ist, dass in diesem Turntable hier noch ein Interface eingebaut ist und in diesem nicht. Deswegen haben wir hier zum Beispiel auch an diesem Turntable noch ein Erdungskabel und dieser hier ist moderner, der braucht das nicht mehr. Der Vorteil ist eben, dass ihr hier dann zum Beispiel auch noch den Plattenspieler benutzen könnt, um direkte Schallplatten, also klassische Vinyls, keine Timecode-Vinyls, dass ihr da dann die Tracks in eurem PC digitalisiert. Das ist ganz einfach. Und es ist immer ganz wichtig, dass ihr dieses Erdungskabel anschließt und dann können wir im Prinzip auch direkt schon zu den Funktionen der Geräte kommen. Ihr habt hier bei 33 und 45 zwei Buttons, bei denen ihr die Umdrehung pro Minute für den Plattenteller einstellen könnt. Da steht auch oft RPM, steht für Revolutions per Minute, eben auch einfach Umdrehung pro Minute. Bei manchen Turntables ist es so, dass wenn ihr beide drückt, dass ihr dann sogar noch 78 Umdrehungen pro Minute habt. Das ist aber eher für alte Schallplatten und eher uninteressant. Wir haben jetzt hier mal eine Platte aufgelegt, die normalerweise mit 45 Umdrehungen pro Minute arbeitet. Ihr kriegt das raus, indem es zum Beispiel auf der Platte selbst steht oder auf dem Cover oder eben ihr hört es auch auf jeden Fall. Und das ist das, was wir euch jetzt zeigen möchten. Denn wenn man dann die Umdrehungen pro Minute mal im laufenden Betrieb wechselt, dann hört man sehr schnell, dass da irgendwas nicht stimmen kann. Also wenn ich hier umstelle, dann merkt man ja, der Track ist viel zu langsam und behäbig. Es passt nicht so ganz. Und wenn man zurückgeht auf 45, dann hört man doch, das macht schon mehr Sinn. Umgekehrt haben wir auf der anderen Seite einen Track, der üblicherweise mit 33 Umdrehungen pro Minute arbeitet. Das klingt soweit eben alles normal. Wenn wir jetzt mal umstellen, hört man natürlich sehr schnell, dass das eben viel zu schnell ist und dass da auch wieder was nicht passt. Und deswegen eben, ja, selbst wenn es nirgendwo draufsteht, werdet ihr es auf jeden Fall hören. Hier bei der Pitch Fader Range ist es so, dass es hier eben diese Veränderung in Prozent ist und nicht in BPM. Das heißt, üblicherweise eben 8%. Ihr geht ins Minus, der Track wird um 8% langsamer oder umgekehrt eben auch um 8% schneller. In diesem Fall könnt ihr ja dann noch sogar plus minus 16 oder sogar 50 einstellen. Das ist dann schon eine extrem große Bandbreite sozusagen.
Und wir führen euch das Ganze mal vor. Bei manchen Plattenspielern habt ihr dann hier noch die Keylog-Funktion. Das heißt eben, die Tonhöhe ändert sich trotz Geschwindigkeitsänderung nicht. In diesem Fall hört man jetzt natürlich, dass er deutlich tiefer geworden ist. Geht ja ein bisschen auch mit den Umdrehungen pro Minute hier einher. Jetzt ist es wieder normal. Jetzt natürlich deutlich schneller und eben auch wieder höher. Wenn wir jetzt mal umstellen, hier die Range, dann merken wir eben, es wird noch höher, es dreht sich noch schneller. Und natürlich bei plus 50 ist das Ganze schon sehr extrem. Je nachdem könnt ihr das gebrauchen, eben wenn ihr im Turntablism unterwegs seid. Oder auch man kann damit gut spielen auch und gewisse Töne erzeugen, eben gerade mit diesem Tonhöheneffekt, dass der sich verändert bei der Geschwindigkeit, kann man dadurch auch noch cool nutzen. Aber ja, schaut erstmal, dass ihr generell damit gut arbeiten könnt. Insofern cool, wenn man diese Funktion hat, ist aber nicht zwingend notwendig. Hier fehlen diese ganzen Funktionen, das ist eben was für eher modernere Plattenspieler. Ihr seht hier schon, dass wir hier so eine Art Kontrolllicht haben, das heißt, wenn man eben den Nullpunkt erreicht, leuchtet das auf. Das signalisiert euch dann logischerweise eben, dass ihr die Nullstellung erreicht habt. Ihr habt außerdem bei manchen Plattenspielern hier eine Art Rasterung, dass ihr eben dann auch nochmal ein haptisches Feedback bekommt, ob ihr eben diese Nullstellung erreicht habt oder nicht. Es ist gerade im elektronischen Bereich zum Beispiel auch eher wünschenswert, dass der Plattenspieler das nicht hat, also bessere Modelle verzichten darauf. Denn wenn es darum geht, Tracks sehr nah um den Nullpunkt anzugleichen, also ein Track hat 120 BPM und der nächste 120,5, dann wird es schon sehr schwierig sein, im Prinzip diese kleinen Ranges einzustellen, weil ja eben sehr nah um den Nullpunkt das Ganze immer wieder direkt dann einrastet. Ja, bei diesem Turntable hier habt ihr noch die Möglichkeit, neben der Range, die ihr einstellen könnt, auch noch Reset zu drücken. Das heißt, ihr seid zum Beispiel in dieser Stellung hier, möchtet aber ja augenblicklich wieder zur Nullstellung zurück, dann könnt ihr einfach diesen Button aktivieren und das Ganze wird intern geregelt eben, dass ihr wieder auf Null seid. Der Fader springt nicht zurück, den müsst ihr trotzdem wieder an die Nullposition schieben und klar, wieder deaktivieren, wenn ihr die Funktion wieder deaktivieren möchtet. Manche Plattenspieler bieten dann noch die Möglichkeit, dass sie einen Keylog eingebaut haben. Das heißt eben, insofern ihr die Abspielgeschwindigkeit über den Pitchfader ändert, dass das sich nicht auf die Veränderung der Tonhöhe auswirkt. Denn wie ihr gerade eben am Beispiel schon gemerkt habt, als ich den Pitchfader verschoben habe, wurde der Track im Prinzip immer tiefer, umso langsamer er ablief und umso höher, umso schneller er abgespielt wurde. Und das verhindert man eben mit diesem Keylog. Key steht eben für Tonhöhe und Log eben, er ist sozusagen fest. Genau, das ist ja dann auch selbsterklärend. Wir haben hier dann noch das Stroboskoplicht. Das leuchtet im Prinzip eine Punktmatrix an, die hier rund um den Plattenteller läuft. Und je nachdem, wie schnell der Plattenteller läuft, ist das im Prinzip eine Art optische Täuschung, dass eben immer vermeintlich eine Reihe dieser mehreren rein an Punkten stillsteht. Sieht man jetzt hier eben schön, aktuell ist es die Reihe mit den größten Punkten. Wenn man jetzt aber mal den Pitchfader verstellt, dann sieht man schon, dass sich das Ganze verändert. Jetzt läuft zum Beispiel die Reihe mit den größten Punkten besonders schnell. Jetzt steht sie wieder still. Im Prinzip eben genau am Nullpunkt. Und jetzt das Ganze umgekehrt. Es scheint ja sogar so, als würden die Punkte rückwärts laufen, wenn man in die negativen Prozente geht. Das ist also nochmal ein cooles optisches Feedback, ob der Teller eben schön gleichmäßig läuft und eben auch wie schnell er denn läuft. Und das ist gleichzeitig auch der An- und Ausschalter. Manche benutzen das Ganze im Prinzip noch als Turntable FX, also als Effekt. Das heißt, man schaltet den Plattenspieler einfach im laufenden Betrieb aus und lässt dann den Track auslaufen. Das ist ja auch ein sehr bekannter Effekt.
Ja, die Start-Stopp-Taste müssen wir euch ja sehr wahrscheinlich nicht erklären. Ihr habt dann hier noch die Nadelbeleuchtung, auch Pop-Up-Light oder Target-Light genannt. Pop-Up deswegen, weil es eben hier aus dieser Versenkung sozusagen heraufpoppt. Das Ganze ist dafür da, dass die Nadel nochmal besonders gut und direkt angeleuchtet wird. Das heißt eben, ihr könnt hier schauen, ob eure Nadel direkt auflegt, ob hier vielleicht sich ein bisschen Staub und Schmutz schon an der Nadel gesammelt hat und so weiter. Also hier eben nochmal der Fokus auf die Nadel. Und dann haben wir hier zum Beispiel auch noch die Start-Time und die Stop-Time. Diese Funktion gibt es hier nicht. Das bedeutet eben, dass ihr hier einstellen könnt, wie schnell soll der Plattenteller anlaufen und umgekehrt auch wieder abstoppen. Also wir haben es jetzt ganz bei Minus bei beiden Varianten. Das heißt, es geht eben sehr schnell. Wir starten und stoppen und ja, fast augenblicklich im Prinzip kommt der Plattenteller zum Stillstand oder läuft eben an. Umgekehrt, wenn wir jetzt mal übertreiben und komplett in Richtung Plus drehen, dann merkt ihr schon, der Plattenteller braucht extrem lang, er ist sehr behäbig im Prinzip, bis er mal auf Touren kommt. Und umgekehrt, wenn wir stoppen, dann läuft der Plattenteller auch ganz gemütlich aus. Genau, jetzt kommt er langsam zum Stoppen. Das ist hier noch der große Unterschied. Könnt ihr eben zum Beispiel auch wieder für den Turntable FX verwenden. Wenn ihr eben möchtet, dass der Track sehr langsam ausläuft, dann könnt ihr das hier noch genauer einstellen. Wir haben dann hier noch zwei Adapter sozusagen. Das ist einmal der Single Puck. Der ist dafür gedacht, dass wenn ihr Schallplatten habt, die ein sehr großes Mittelloch haben, dass ihr das sozusagen als Adapter dann dort drauflegt, dann wird die Schallplatte eben hier bündig sein. Diese hat ein sehr kleines Loch. Ihr könnt es natürlich auch jetzt einfach so drauflegen, um die Schallplatte in Anführungszeichen noch ein bisschen besser zu fixieren. Ja, das muss man aber nicht machen. Also das ist auf jeden Fall für Schallplatten gedacht, die mit 45 Umdrehungen pro Minute arbeiten, eben oft alte Schallplatten, die dann eben ein großes Mittelloch haben. Ja, hier haben wir noch ein Gegengewicht, das kann man hinten an den Tonarm dran schrauben. Dazu gleich nochmal mehr eben, um mehr Gegengewicht zu installieren sozusagen. Und dann nehmen wir hier mal die Schallplatte ab. Und darunter taucht dieses grüne Slipmat auf. Und zwar ist das im Prinzip eine Filzauflage oder Unterlage, je nachdem, ob man es jetzt vom Plattenteller oder der Schallplatte aus betrachtet, die eben dafür sorgt, dass sich der Plattenteller weiter drehen kann und ich aber die Schallplatte im Prinzip anhalten kann. Und umgekehrt, wenn ich es wieder loslasse, dann nimmt der Plattenteller die Slipmat mit der Vinyl dann eben direkt wieder mit. Das brauchen wir eben beim Auflegen. Ihr seht es schon, das ist ja ganz klassisch. Man legt die Hand auf und die Slipmat inklusive Vinyl halten an. Und wenn man loslässt, läuft es direkt wieder weiter. Das ist der Sinn und Zweck solch einer Slipmat. Und natürlich schützt die Slipmat die Platte natürlich auch dann eben vor Beschädigungen. Denn wenn man das Ganze mal direkt auf den Plattenspieler legen würde und das Ganze anhalten würde, dann wäre die Unterseite wahrscheinlich in einem weniger guten Zustand. Das ist natürlich auch selbsterklärend. Und insofern solltet ihr auf jeden Fall schauen, dass ihr immer eine Slipmat dabei habt. Es gibt da dickere oder dünnere. Es gibt noch welche, die speziell für Scratching ausgelegt sind. Und da müsst ihr dann einfach schauen, welche Bedürfnisse ihr habt. Manche Schallplattenspieler bieten außerdem die Möglichkeit, dass sie eine doppelte Start-Stopp-Taste haben. Die wäre dann in diesem Fall auf dieser Seite. Das würde das Ganze halt vereinfachen, wenn ihr zum Beispiel eben gerade in diesem Battle-Setup seid, dass die Start-Stopp-Taste immer ganz nah bei euch ist, egal ob der Turntable jetzt so rum oder so rum steht. Und ja, insofern müsst ihr halt schauen, ob das für euch ein relevantes Argument ist. Aber üblicherweise ist er eben in dieser Ecke. Man kann die Turntables natürlich auch klassischerweise um 90 Grad gedreht hinstellen. Das hier ist eher ein Battle-Setup jetzt. Das seht ihr dann aber auch noch in der Lektion DJ Booth. Eine weitere Funktion kann außerdem sein, dass ihr hier noch einen Pitch-Bend habt. Das sind dann zwei Buttons zum Beispiel,
die mit Plus und Minus ja ausgestattet sind, gelabelt sind. Das dient dazu, in sehr feinen Dosierungen im Prinzip nochmal die Geschwindigkeit des Plattentellers anzupassen, aber auch nur, solange ihr diese Funktion triggert. Hier es ist ja im Prinzip eine dauerhafte Verstellung. Wenn ihr hier diesen Pitchfader verschiebt, dann läuft der Plattenteller auch dauerhaft in dieser Geschwindigkeit. Wenn ich jetzt hier den Plus- oder Minus-Button drücken würde, dann wird der Plattenteller bei Minus zum Beispiel eben nur für die Zeit, in der diese Taste gedrückt ist, leicht abgebremst, und beim Loslassen läuft sie wieder auf der eingestellten Geschwindigkeit. Das dient dazu, zwei Platten, die eigentlich schon auf derselben BPM laufen, aber nicht ganz takt- oder beatsynchron eben sind, nochmal ja, dann wieder richtig zusammenzubringen sozusagen. Denn hier geht es eben nicht mehr darum, die BPM anzugleichen, sondern nur, dass sie wirklich ganz sauber Beat auf Beat laufen. Das Ganze kann man natürlich auch noch mit der Hand machen. Manche DJs nutzen zum Abbremsen die Möglichkeit, dass man den Finger hier im Prinzip sachte auflegt und den Plattenteller dann so abbremst, ganz sachte. Umgekehrt kann man das Ganze natürlich auch zum Anschieben benutzen. Hier im Prinzip entweder abbremsen oder etwas beschleunigen. Das Ganze kann man natürlich auch auf der Schallplatte selbst machen. Das ist dann insofern nicht ganz optimal, weil er ja auch die Schallplatte beschmutzt und die auch leichter mal stehen bleibt, wie wenn man sie eben richtig anhält. Natürlich kann man sie eben auch so dann wieder beschleunigen. Andere DJs machen das so, dass sie zum Beispiel hier mit dieser Plattentellerspitze arbeiten. Wenn man die im Prinzip ein bisschen zusammendrückt, dann bremst man auch so den Plattenteller ab. Oder umgekehrt kann man auch, wenn man hier so nochmal nachdreht, den Plattenteller ein bisschen anschubsen. Also das ist im Prinzip alles Pitchbend. Es gibt Buttons, es gibt die Möglichkeit, den Plattenteller zu überarbeiten, die Schallplatte oder zum Beispiel auch die Spitze. Immer ja eben nur in kleinen, kurzen Dosierungen, um die Beats wirklich ja, übereinander zu legen, dass sie ganz sauber übereinander laufen. Kommen wir nun zu den Anschlüssen der ganzen Geschichte hier. Dieser Turntable hat fest verbaute Kabel. Das heißt, hier gibt es einfach gar keine Anschlüsse, ganz einfach. Hier geht einmal ein Cinch-Kabel raus, das geht dann hier in den Phono-Eingang rein, plus eben das Erdungskabel. Insofern ist das eine ganz einfache Geschichte. Klar, Strom braucht er auch. Dann ist das Ganze aber auch schon gegessen. Und bei dieser Variante hier, eben die moderner ist, haben wir noch einige Anschlüsse mehr. Das seht ihr, wenn wir jetzt mal hier den Plattenspieler etwas hochheben. Denn hier versteckt sich zum einen ein Cinch-Ausgang. Also hier muss ein Kabel direkt angeschlossen werden. Es ist nicht fest verbaut wie hier. Zum anderen natürlich Strom, ganz klassisch. Und wir haben aber auch zum Beispiel einen USB-Anschluss. Das ist auch ein Feature, das nicht jeder Schallplattenspieler hat. Wir haben das hier mal angeschlossen. Ihr könnt es dann natürlich ganz klassisch an euren PC anschließen. Eben mit dieser coolen Funktion, dass ihr direkt von dem Plattenspieler, weil ihr ein eingebautes Interface habt, eure Platten digitalisieren könnt. Ihr habt dann außerdem hier noch einen Kippschalter. Bei dem könnt ihr dann einstellen, ob ihr einen Phono- oder einen Line-Ausgang haben möchtet. Der Anschluss beim Cinch ist im Prinzip derselbe. Es unterscheidet sich nur, dass hier eben dann intern noch ein Vorverstärker vorgeschaltet wird, wenn ihr auf Line stellt, damit eben ihr das auch beim Mixer in Line einstecken könnt. Wir haben es jetzt ja aktuell gerade auch in Line eingesteckt, obwohl man Turntables üblicherweise bei Phono einsteckt, so wie diesen jetzt hier. Das funktioniert nur, weil wir hier die Einstellung gerade eben auf Line haben. Manch ein Plattenspieler hat auch die Funktion, dass er eben noch einen digitalen Audio-Output hat. Das ist aber nicht ganz so verbreitet oder relevant für den DJ-Bereich und deswegen erwähnen wir es jetzt hier eher mal zur Vollständigkeit halber. Es ist sehr wichtig, dass ihr hier dieses Erdungskabel anschließt, denn wenn ihr das nicht tut, dann kann hier kein Ladungsausgleich zwischen diesen beiden Geräten stattfinden und dann wird ein Störgeräusch auftauchen, das hört ihr jetzt. Auch natürlich eben dieses Grundgeräusch, dass etwas nicht stimmt.
Sobald ich die Erdungsschraube berühre, ist es weg. Und eben auch ruckzuck wieder da. Deswegen, insofern euer Turntable das hat, müsst ihr das immer anschließen. Dieser moderne hier hat es nicht. Deswegen fällt es da logischerweise weg. Aber ihr werdet hier als auch bei einem Audio-Interface zum Beispiel immer eine solche Erdungsschraube finden. Wir kommen dann jetzt mal zur Nadelkunde sozusagen, denn wir haben hier eben zum Beispiel zwei verschiedene Systeme. Wem das schon mal aufgefallen ist, als aufmerksamer Zuschauer, wir haben hier zum einen den Halbzoll-Standard, im Prinzip mit einer Headshell, wo das System darunter richtig montiert wird. Ihr seht schon, das Ganze sieht ein bisschen komplexer aus. Hier gibt es einige Schrauben und Kabel, die hier langlaufen. Also das muss dann auch alles schön richtig zusammengebaut werden. Alternativ hier von Concord mit dem SME-Bajonettverschluss ganz einfach eben zu installieren. Es gibt hier nicht große Einstellungsmöglichkeiten. Eben Direct Mount heißt es ja dann deswegen auch. Und hier vorne sitzt dann die Nadel drauf. Also das ist das klassische System eben. Hier jetzt mal einzeln die Nadel mit dem Aufsatz und eben dieser ganz kleine Diamantkopf hier, der ist dann im Prinzip nur die Nadel, die ja dann auch wirklich durch die Rille kratzt. Dieses System hier wird gerne von Turntablists benutzt, weil man sehr gute individuelle Einstellungsmöglichkeiten hat. Deswegen bietet sich das dafür auf jeden Fall an. Und wir kommen dann jetzt noch zur Nadel, denn diese Nadel hier ist sphärisch geschliffen, das heißt eben komplett rund. Und diese Nadel hier ist elliptisch geschliffen, also im Prinzip ein etwas langgezogener Kreis. Ihr habt das ja in der Theorielektion dann auch schon gesehen, wo der Unterschied ist. Dieses System hier eignet sich deswegen eher für elektronische DJs, bei denen das System und die Nadel eben immer einfach nur ruhig auf der Platte liegen und es darum geht, einen möglichst ja, qualitativ hochwertigen Klang abzugreifen. Hier geht es eher darum, dass die Nadel und das System auch bei Scratching zum Beispiel sicher in der Rille bleiben und die ja, fest laufen. Deswegen hierfür dann die sphärische Variante. Damit euch die Nadel als auch die Schallplatte noch hoffentlich möglichst lange erhalten bleiben, empfehlen wir euch so eine Plattenbürste. Am besten eben mit Carbonfasern hier, wegen der Antistatik. Und da geht ihr dann einfach vor jedem Spielen einmal über die Schallplatte drüber. Das kann ein, zwei Umdrehungen so gehen. Das reicht dann auch schon und dann streicht ihr das sozusagen hier nach außen ab. Auf jeden Fall nicht einfach hochheben, denn ansonsten hängt ja der ganze Dreck im Prinzip genau an der Stelle, an der ihr losgelassen habt. Also ein, zwei Umdrehungen einfach durchlaufen, zack, abstreichen und das war's auch schon. Am besten vor jedem Spielen, wenigstens alle paar Mal, denn es sammelt sich auch gerne unter der Nadel hier einiges an Staub und Dreck. Da könnt ihr das zum Beispiel dann versuchen, mal wegzupusten und außerdem, insofern ihr das System nicht benutzt, versucht hier eine Kappe im Prinzip für das System zu nutzen, die ihr hier so aufstecken könnt, damit der Nadel auch nichts passiert. Der Anschluss ist im Prinzip bei beiden gleich. Ihr steckt das Ganze einfach hier dran und dreht einmal rum und ruckzuck ist es dran. Hier genau dasselbe, auch bei diesem System. Draufstecken, drehen und fertig. Wir kommen dann jetzt noch zum Tonarm. Der ist wahrscheinlich das komplexeste am ganzen Gerät. Wir haben ja hier gerade schon erwähnt, wir haben dieses 10 Gramm Schraubgewicht. Das kann man hier hinten dann noch zusätzlich befestigen, wenn man zum Beispiel ein sehr schweres System hat. Das ist weder hier noch hier der Fall. Deswegen brauchen wir das nicht. Und wir haben hier zum Beispiel ja auch einen gebogenen Tonarm. Es gibt aber auch gerade Tonarme.
Der gebogene eignet sich in Anführungszeichen eher für die normale Spielweise und gerade Turntablists benutzen gerne einen geraden Tonarm. Der läuft dann sicherer, in Anführungszeichen eben in der Spur, und der gebogene läuft im Prinzip sehr ruhig. Wir möchten mit euch jetzt gemeinsam einfach mal durchgehen, wie man so einen Tonarm einstellt, denn das ist gar nicht so einfach. Ihr müsst euch da auch immer noch danach richten, was die Herstellerangaben für die jeweiligen Systeme und Nadeln sind. Das heißt eben, ihr kommt im Club an und bringt eure Systeme mit, dann müsst ihr einfach mal schauen, ob die Einstellungen jetzt für euch überhaupt passen oder nicht, und müsst sie je nachdem eben immer wieder neu einstellen. Bei den Turntables zu Hause könnt ihr es logischerweise so lassen, aber das ist ganz wichtig. Das ist sozusagen wie die Packungsbeilage dann auch, wenn ihr ein System kauft, da steht das alles drin. Schaut das einfach mal nach. Wir haben hier einmal das Gegengewicht, wir haben hier Anti-Skating, wir können dann hier noch die Höhe an sich des ganzen Tonabnehmers festlegen. Wir haben hier einen Hebel, um den Tonarm anzuheben und auch sachte abzusenken. Natürlich kann man auch hier den Tonarm so greifen, ohne den Hebel. Das sieht hier etwas anders aus, ist aber im Prinzip genau dasselbe. Auch hier wieder Anti-Skating, generelle Höhenverstellung, Gegengewicht. Und diese Sachen stellen wir jetzt einfach mal ein. Also, wenn wir beginnen, dann ist es besonders wichtig, dass wir erstmal das Anti-Skating auf 0 stellen. Was das ist, habt ihr ja in der Theorie schon gelernt. Außerdem nehmen wir dann hier das Gegengewicht und schauen, dass wir den Tonarm ausbalancieren. Das heißt, wenn dieser Hebel unten ist, sollte im Idealfall eben der Tonarm in der Luft schweben. Dazu müssen wir das Gewicht sehr weit rausdrehen. Und jetzt kann man erkennen, dass es ziemlich waagerecht ist. Man sieht schon, dass der Tonarm leicht von allein nach innen wandert. Wichtig ist hier, dass ihr jetzt dann dieses Rad sozusagen, diese metrische Skala auf 0 setzt. Denn ihr habt dann in der Angabe vom Hersteller zum Beispiel Informationen, dass euer System 3 Gramm Gegengewicht braucht sozusagen, und dann dreht ihr das Gegengewicht wieder weiter rein von 0 eben ab dann auf 3. So, jetzt wird das System ja vorne wieder runterfallen, also schaut, dass es nirgendwo aufdotzt. Beim Anti-Skating habt ihr entweder auch eine Angabe oder ihr haltet euch zum Beispiel nach der Faust-Formel einfach Anti-Skating gleich Auflagekraft. In diesem Fall wäre das dann ja auch 3. Ihr könnt das Ganze, wie gesagt, auch mit einer Blankoschallplatte zum Beispiel testen. Und jetzt ist dann noch wichtig, dass ihr eben schaut, dass dieser ganze Tonarm generell parallel einfach zum Plattenteller ist. In diesem Fall sollten wir dann die Nadel auch auflegen, natürlich. So, und jetzt sieht man eben sehr schön, der Tonarm ist parallel, das Auflagegewicht stimmt, Anti-Skating haben wir eingestellt und dann kann es auch losgehen. Um euch das Anti-Skating nochmal vorzuführen, werden wir das Gewicht nochmal rausdrehen, damit der Tonarm schwebt. Und ihr seht dann hier zum Beispiel schon, wenn wir das Anti-Skating erhöhen, dann zieht es den Tonarm rein. Wenn wir es verringern, will er wieder reinwandern. Wir erhöhen Anti-Skating und er wandert sozusagen nach außen. Ganz wie von Geisterhand. Wir drehen es runter, er geht wieder rein, und wir drehen es hoch und er geht wieder raus. Das ist eben genau diese Gegenkraft im Prinzip, die dieses Anti-Skating bewirkt, weil ja üblicherweise durch das Drehen des Plattenspielers, wenn die Nadel hier durchkratzt,
die Nadel nach innen gezogen wird und wir möchten dagegen wirken, dass die Nadel wirklich auch schön mittig durch die Rille läuft. Kommen wir abschließend jetzt noch zum DVS, also zum Digital Vinyl System. Und dazu haben wir hier eben diese Timecode-Schallplatte mal aufgelegt. Die unterscheidet sich von dieser Schallplatte, dass hier ja eben der Track wirklich physisch auf der Platte ist. Und hier ist physisch sozusagen nur ein Timecode-Signal drauf, das von der Software ausgelesen werden kann. Und somit steuert ihr dann mit eurem Turntable ja die Tracks in eurer Software. Wir können euch ja einfach mal zeigen, wie sich dieses Timecode-Signal normalerweise anhört. Das ist kein Hörgenuss auf jeden Fall, aber soll sich ja auch normalerweise keiner anhören. Das hört man eben, wenn man auf Phono schaltet, aber wir schalten jetzt ja hier wieder aufs Interface, denn wir möchten ja die Tracks in unserer Software steuern und nicht uns das Timecode-Signal anhören. Und wenn ihr eben jetzt dieses Signal hier verändert sozusagen, dadurch, dass ihr eben zum Beispiel den Ton anhebt, dann ist es natürlich nicht verändert, sondern es kommt einfach nichts mehr. Das erkennt die Software auch und geht dann davon aus, dass der Track angehalten wurde. Denn es kann ja auch sein, dass er eben so gestoppt wurde, dann kommt ja auch nichts. Und wenn ihr hier wieder den Pitch Fader verändert, dann verändert ihr ja genauso auch wie hier bei dieser Variante die Höhe dieses Timecode-Signals. Und das erkennt die Software natürlich auch. Deswegen kann man hier eben dann so wunderbar diese analoge mit der digitalen Welt verbinden. Wenn wir jetzt eben auf das Interface gewechselt haben, hier ist ein Track reingeladen und hier läuft es, dann kommt eben ganz klassisch auch einfach ein Track. Und wenn wir jetzt hier eben dann zum Beispiel anhalten, dann stoppt der Track in der Software genauso und so weiter. Das ist im Prinzip so, wie das Ganze dann zusammenarbeitet. Wir können hier dann logischerweise genauso auch den Pitch verändern. Das wird alles in die Software übertragen. Und deswegen wird es eben so gern von Turntablists benutzt, weil man hier genau dieses haptische Feeling hat, diese ganzen Einstellungsmöglichkeiten, die einem eben ein Turntable bietet, hat aber trotzdem auch den Vorteil, dass man die ganzen coolen Funktionen von der Software hat, man hat eine große Mediathek und so weiter. Es gibt da noch den Unterschied zwischen dem absoluten und dem relativen Modus. Da ist der Unterschied, wie wir in der Theorie auch schon erklärt haben, eben, dass beim absoluten Modus sozusagen simuliert wird, dass der Track wirklich auf der Schallplatte ist. Und beim relativen Modus geht es eher im Prinzip um die Signalübertragung. Kommt überhaupt ein Signal oder nicht? Und wie verändert es sich? Aber die Positionierung auf der Timecode-Schallplatte ist ja, im Prinzip egal. Wir sind jetzt hier im absoluten Modus. Das heißt, wenn wir die Nadel jetzt ganz außen mal aufsetzen, dann startet der Track auch von vorne. Und wenn wir die Nadel versetzen, springt er auch in der Software immer ein Stück weiter. Bis der Track dann sogar eben vorbei ist. Ja, das ist jetzt hier. Das heißt im Prinzip, der Track ja, ist ab dieser Stelle sozusagen schon vorbei. Natürlich werden weiterhin alle Signale angenommen. Wie beim Pitch Fader zum Beispiel. Und natürlich auch, ob ein Signal überhaupt übertragen wird oder nicht, sei es jetzt, weil man den Tonarm anhebt oder stoppt. Und wenn wir jetzt in den relativen Modus gehen, dann werdet ihr sehen, egal an welcher Stelle wir hier die Nadel aufsetzen, es geht einfach nur darum, dass der Track dann im Prinzip das Signal bekommt, ja, Spiel ab.
Also, obwohl wir jetzt einmal über die ganze Schallplatte gewandert sind, sozusagen, ist der Track immer an seiner Stelle geblieben und hat einfach ab da wieder weitergespielt, ab dann er das Signal bekommen hat. Das ist also der große Unterschied zwischen dem relativen und dem absoluten Modus. Die Turntable-Lists werden sich vor allem eher im relativen Modus befinden, denn hier empfiehlt sich das eher, weil man ja doch das eine oder andere Mal ein Nadelspringen hat und dann möchte man ja nicht im Track springen, sondern eben an der Stelle bleiben. Deswegen ist das besonders attraktiv. Und wir können hier natürlich weiter eingreifen in das Ganze. Und das ist ja genau das, was es eben für Turntables so attraktiv macht, dass man hier diese analoge Welt, die analoge Haptik und die Funktionsvielfalt von einem Turntable übertragen kann auf das Digitale und das halt hier kombinieren kann mit diesen Effekten, mit einer großen Mediathek und so weiter. Also das ist auf jeden Fall eine feine Sache. Ihr müsst einfach schauen, ob generell Turntables natürlich was für euch sind und ob ihr zum Beispiel auch noch mit Digital Vinyl System auflegen möchtet oder ganz klassisch mit den normalen Schallplatten. Das Gerät an sich ist natürlich nicht so komplex. Es geht eher um die Anwendung, was man damit alles machen kann. Und ja, das müsst ihr dann eben entscheiden, ob es was für euch ist oder nicht. Das ist auf jeden Fall eine tolle Sache. Mit dem Plattenspieler ging es ja im Prinzip auch los mit dem DJing. Deswegen gehört es fest dazu, ist fest in dieser Kultur verankert. Ihr werdet auch auf jeden Fall viel Ansehen und Respekt bekommen, wenn ihr mit richtigen Schallplatten auflegen könnt. Und selbst wenn ihr eigentlich eher ein digitaler DJ seid, dann empfehlen wir euch auf jeden Fall, dass ihr mal mit Platten eine Runde geübt habt, dass ihr schaut, ob ihr es schafft, eben auch Platten so zu synchronisieren, um einfach auch da mal ein Gefühl dafür zu bekommen. Und ja, wie gesagt, selbst wenn ihr eben dann auch digitale Musik auflegt, könnt ihr trotzdem mit dem Digital Vinyl System den Schallplattenspieler gebrauchen. Ihr müsst das eben für euch feststellen. An dieser Stelle noch ein herzliches Dankeschön an recordcase.de für die Bereitstellung dieser Geräte hier. Insofern du noch Fragen oder Anregungen zur Thematik Turntable hast, dann schreib uns gerne eine E-Mail. Diese findest du hier unter dem Video. Wir sehen uns dann gleich wieder in der nächsten Lektion und wünschen dir bis dahin alles Gute.